Ich weiß auch nicht, was das für ein Symbol ist. Ach, Stadt vielleicht, oder? Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, das werden die Städte sein, die wir einnehmen müssen oder einnehmen können. Also, unser Ziel ist es, zerstören Sie die Küstenartillerie. 1, 2, 3. Zerstören Sie das deutsche Heerlager. Und ich glaube, das war in der Mission, wo ich es vorhin schon mal gespielt habe, das war irgendwo hier. Gut, ich weiß auf jeden Fall jetzt, wie ich das Ganze anzugehen habe. Also wir haben hier drei verschiedene Schiffstypen. Wir haben Kreuzer, wir haben einen Flugzeugträger, wo wir Flugzeuge kaufen können, gebaut werden können, repariert werden können, aufmunitioniert werden können. Und wir haben ein Schlachtschiff, wo wir Landeinheiten kaufen können und absetzen können. Repariert weiß ich gar nicht. Auf Schlachtschiffen werden Bodeneinheiten transportiert und können auch neu gebaut werden. Die im Schlachtschiff gelagerten Einheiten können an Land abgesetzt werden, indem man sie in der Liste am linken, linken Bildschirmrand, das hier gibt es noch ein paar, also wie gesagt, Early Access noch davor, ausgewählt und dann ins Zielfeld ausgewählt, auf dem sie abgesetzt werden sollen. Neu abgesetzte Einheiten haben in dieser Runde keine Bewegungspunkte mehr, können aber angreifen. Ah ja, okay, gut. Die Erfahrung sagt, hier ist sehr viel Flak. 1, 2, 3. 4, 5. Also mit Flugzeugen ist es am Anfang so eine Sache. Auch Landeinheiten hier reinzubringen ist am Anfang keine gute Idee. Wir machen jetzt, glaube ich, aktuell 500 pro Runde plus. Wir haben jetzt 3.500 Geld. Und am Anfang heißt es erstmal, die Schiffe effektiv einzusetzen. Das heißt also, hier die Bunker wegzuknallen. Und damit erstmal Fokusfeuer auf den hier in der Mitte. Das war auch übrigens keine gute Idee, ich hätte erst das Schlachtschiff nehmen sollen, weil das hat nämlich mehr Trefferpunkte und vor allem auch mehr Panzerung. Diese weißen Punkte heißen übrigens die Slots an Einheiten, die man in die Einheit rein, also in dieses Feld reinpacken kann. Oder auf diese Einheit, also das Schiff. Oder halt hier diesen Bunker. So, jetzt macht der Gegner seinen Zug. Und wir werden es gleich sehen. Die Bunker werden auf jeden Fall, ja, die machen auch Fokusfeuer. Blöd sind die nicht. Und wir sehen auch hier 29% vom Schlachtschiff, ne? Das ist schon ganz nice. Die Dinger schießen halt auch zurück. Warte mal, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht mit dem hier. Ja, ich hätte gedacht, wir kriegen den raus. Okay, er schießt auch direkt. Er hat zwar schon geschossen, aber er schießt auch direkt zurück. Er kann nicht auf den schießen, dann schieße ich auf ihn. Und gegen die Kreuzer tut das halt schon weh, ne? Das merkt er hier. Man könnte jetzt mit Flugzeugen arbeiten. Das werden wir auch gleich mal versuchen, obwohl die hier sehr viel Flak stehen haben. Denn die Flugzeuge sind stark. Auch wenn wir da welche verlieren. Wir kaufen hier mal am Anfang drei von denen. Die können wir dann nächste Runde einsetzen. So, jetzt hier. Bunker. Ah, er kann nicht auf ihn schießen. Das ist ja schlecht. Das heißt, er fristet sich jetzt hier den Schaden auf jeden Fall. Das gefällt mir nicht. Dann lass uns doch erstmal gucken, ob wir auf ihm so ein paar Panzer wegknallen. Und warten, bis wir die Flugzeuge haben. Was ich jetzt zum Beispiel nicht weiß, ob der Gegner auch Geld bekommt und Einheiten nachkauft. Wir sehen schon. Hier haben wir jetzt einen Kreuzer verloren. Kann das Schlachtschiff auch den hier unten angreifen? Nee, kann es nicht. Okay, jetzt sind die Bunker zerstört. Machen wir. Und wir werden wohl noch einen Kreuzer verlieren, so wie ich das sehe. Denn wenn ich jetzt auf den schieße, schießt er zurück. Und wir können die auch nicht bewegen, ne? Ihr seht das schon. Und das Schlachtschiff hat auch nicht so eine hohe Reichweite.
Das gefällt mir nicht. Ja, das heißt, er geht nächste Runde definitiv raus. Reparieren kann man den nicht. Okay, das, ja, die Flak schießt da ein Flugzeug ab. Zwei Flugzeuge. Okay. Gegner ist immer noch am Zug. Greif. Okay. Und den Zerstörer. Oder den Kreuzer. Das war jetzt in dem Sinne scheiße, weil ich habe jetzt überhaupt nichts mehr in der Reichweite, um den Bunker da unten anzugreifen. Haha. Läuft ja schon mal super. Dann greifen wir jetzt erstmal. Kannst du eventuell... Nein, kannst nicht. Dann greif den Panzer an. Und dann müssen wir nochmal einkaufen. So. Rundenwechsel. Es ist die Frage, was der Bunker da unten für eine Reichweite hat. Ich hoffe, er kann den Flugzeugträger nicht angreifen. Das wäre sonst scheiße. Dass ich hier zwei Kreuzer verliere... Okay, er kann den Flugzeugträger angreifen. Kacke. Dann, kommen wir zu Flugzeuge zum Einsatz. Jawohl. Wir fliegen dorthin. Wir fliegen dorthin. Wir fliegen los. In der Hoffnung, dass der, uns nicht wieder alle Flugzeuge vom Himmel holt. Panzer an. Und ja, das ist das Einzige, was wir jetzt aktuell machen können. Ja, ja, ein Flugzeug hat abgeschossen. Da ist die Flak offen. Das ist natürlich praktisch. Dann können wir sie abschießen. Oder auch nicht. Ich schieße mal auf sie hier. Okay. So, Flugzeuge. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. So, dann Sturzbrand. Mach ihn weg. Sehr gut. Dann können wir die... Oh, komm, gehen wir mal dorthin. Das Flugzeug hat keine Bewegungspunkte mehr und die hier sind weiß, das heißt, die können in der Runde nichts mehr machen. Eine Flak steht da noch, die wird jetzt höchstwahrscheinlich das Flugzeug abschießen. Ja. War also wieder mal eine richtig tolle Entscheidung von mir. So, können die mal... Die treffen die scheiß Flak einfach nicht richtig. Das ist sehr ärgerlich. So, setzen uns in Bewegung. Schicken sie mal ein Stück hier hoch, damit die uns nicht angreifen können, die Flugzeuge. Den Marder verfehlen wir auch. Wir müssen erstmal die Flak jetzt rauskriegen, damit wir mit den Flugzeugen besser arbeiten können. In der Zwischenzeit sammeln wir doch ganz gut Geld. Ach, sie hat natürlich eine hohe Reichweite. Super. So, hier. Jetzt bitte. Na, endlich. Das heißt, wir können jetzt anfangen, erstmal hier anzugreifen. Okay. M3 Lee. Jawohl! M3 Lee. Jawohl, Sir. Pack. Feuer frei. Bodeneinheit beschädigt. Beschädigte Bodeneinheiten können mit dem Versorgungstrakt wieder repariert werden. Dazu fährt man mit dem Truck auf ein Feld neben der beschädigten Einheit und wählt beim Truck die Fähigkeit reparieren aus. Mit einem Klick auf die Einheit wird diese repariert. Oder man deponiert sie in einem Hauptquartier. In der nächsten Runde sind sie dann wieder vollständig repariert. Okay. Frei. Shit. Dann erstmal Kanone rausnehmen. Sehr gut. In der Zwischenzeit entladen wir mal noch. Und kaufen Sachen nach. GIs dahin. Wie viel Geld haben wir noch? 3000.
Wir kaufen mal stark gegen Luft- und Bodenziele, Fähigkeit Raketenbeschuss, teuer. Teuer? Hallo? Die Dauntless kostet 750. Sehr stark gegen Bodenziele, Fähigkeit Sturzkampf. Aber halt, leider nicht so gut, was die Bewegungsreichweite angeht. So. Ach, guck mal, da war noch eine Flak, die direkt vor uns steht. Und er nimmt direkt unseren GI. Der Mother nimmt unsere... Okay. Okay. Ja, okay. Von wo schießt der denn? Ah, hat einen verfehlt. So. Oh, da ist noch eine Pack. Die hat zum Glück verfehlt. Und das war unsere Pack. Okay. Alter, wie viele Bodeneinheiten hatten wir da noch? So, darf ich jetzt auch wieder? Ja, danke. So, die Frage ist... Weiterschuss, okay. Lol. Manchmal verstehe ich die Treffer... So, hier M3 Lee. M3 Lee. Kein Problem! %, 6%, 9%, 7% und dann den hier. Also 9% Trefferwahrscheinlichkeit, wenn er trifft, ist schon sehr, sehr ungewöhnlich. Er kann auf gar nichts schießen. Okay. Warte mal, er bewegt sich mal vor. Volltreffer und steht da verfehlt. Was? Wollte mich verraschen? Wo sind die anderen Flugzeuge hier? Wir fliegen los. Ja, flieg mal los. Begebe mich dorthin. Ich glaube, hier dürfte keine Flak mehr stehen. Und wenn, ist die am Arsch der Welt. So, welches ist der gefährlichere Gegner? Panzer 1. Panzerung Mittel, Trefferpunkte 300, Bewegungspunkte 80, Radius 10. Reichweite. Okay, Waffe MG oder. Ach, der hat nur MG. Ach, deswegen ist der auch gegen die Infanterie so stark. Ich glaube, der Matter ist der gefährlichere, oder? Matter 3. Ja, 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 ja. Also, da brauchen wir gar nicht. Stand da wirklich gerade Panzerung schwer? Das ist sorry, aber no, no, no. Was ist Doppelfeuer? Was ist das hier? Das ist ein Panzer 3. Der hat Panzerung Mittel? Also jeder, der weiß, was Maler 3 ist, der wird auf... der hat keine gute Panzerung. Auf jeden Fall nicht schwer. Wir machen mal Doppelschuss. Oder Doppelfeuer. Keine Ahnung, was das ist. Und machen das mal auf... Sehr gut. Haben wir noch irgendwas, was wir ausladen können, außer LKWs? Nö. So, dann, rein theoretisch dürften die ja jetzt... Der hier ist noch gefährlich. Ja, mit seinem MG macht der Panzer 1 da nicht wirklich viel. Was macht er hier? Okay, er macht gar nichts. So, Flugzeuge. Ziel zerstört. Sehr gut. Wir ziehen die hier nach. So, kann er gegen ihn kämpfen? Nein, dann kämpf du mal gegen... Warte mal. Mach ihn mal weg. Sehr gut. Dann kann er nämlich hier hinfahren. Was? Er kann nicht gegen ihn kämpfen. Aber er kann gegen ihn über die Hügel. Okay. Early Access. Alles kein Problem. Wird höchstwahrscheinlich noch gefixt. So, dann. Ja, komm, greif ihn an. Gegner rückt vor. Ja, perfekt. Dann geh du dahin. Er kann trotzdem den Mother davon. Das ist doch irgendwie unlogisch. Okay. Ja, dann greif ihn halt an. Jawohl! Jawohl, Sir!
Perfekt. Okay, jetzt können wir mal den Laster entladen. Und wir können die anderen M3 Lease entladen. So. Hier ist noch ein Panzer. Machen wir mal einen Rundenwechsel. Was anderes können wir jetzt eh gerade nicht machen. Da kommen Panzer. Das ist okay, die können wir gegen... Ja, geil. Okay, der muss auf jeden Fall sich zurückziehen, weil sonst lebt er nicht mehr lange. So, geh mal dahin. Der geht zu ihm. Greift Infanterie an. Verfehlt! Was? Okay, der geht nicht wirklich raus. Reparatur-LKW, fahr mal dorthin. Und reparier ihn. Interessant ist, dass diese Support-Einheit die Stadt nicht einnehmen kann. Ne? Sie ist jetzt reingefahren, aber die Flagge hat sich nicht geändert. Kein Problem. Ziel zerstört. Sehr gut. Achso, hier ein Flugzeug war noch auf dem Rückweg, oder? Das war das hier. Ne, das hat auch noch Bomben. Welches Flugzeug hatte ich auf dem Rückweg? Oder wurde es zerstört? Ich glaube, es wurde zerstört. So, hier. Ziel zerstört. Sehr gut. Was ist mit ihm? Der hat noch Bomben. Allerdings steht hier hinten... Also, ich weiß es ja schon. Da steht auf jeden Fall noch eine Flak. So, dann, vielleicht sollten wir auch mal gucken, dass wir... Ein Stuart gegen Infanterie. Hier, nee, ein Combat Car, genau. Die sind vor allem auch günstiger. Damit wir hier gegen die Infanterie besser was machen können. Weil ich glaube, die M3 Lees sind nicht so gut geeignet dafür. Obwohl die ja eigentlich auch mehrere Kanonen hatten. Die hatten ja dieses Haubitzengeschütz. Und die Hauptkanone war, glaube ich, aber tatsächlich das Ding oben auf dem Turm. Nicht wie bei World of Tanks. So, der Panzer da wird repariert. Ja, wir sehen halt schon, der hat einen Haufen Infanterie dort stehen. Und jetzt kommt er von hier oben wieder. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen aufpassen. Greift uns jetzt mit dem Rücken an. Ja, aber mit dem Panzer 1 hat er da keine Chance. Und mit dem MG-Schall. Ach, schau mal an. Ach, da steht noch eine Pack. Sehr gut. Das müsste es jetzt grob gewesen sein. Die Infanterie hat gar keine große Lust, gegen uns zu kämpfen. So, dann hier Angriff. Sehr schön. Warte mal, wir setzen den LKW mal hin. Er fährt in die Stadt, nimmt sie ein. 1500 Geld bekommen wir dafür. So, er rückt rein. Er rückt rein. Die haben ja noch Bomben. Ja, dann, Wir fliegen dorthin. Gucken wir mal nach, was wir so finden können. Warte mal, kann das Schiff nur sofort nehmen? Ah, sehr gut. Dann kann er nämlich hier angreifen. Er auch. Und er auch. Aber wir sehen schon, gegen die Infanterie sind die M3 Lees alles andere als effizient. Deswegen holen wir jetzt die Combat Cars dazu.